Hondas Kleinwagen der Jazz startet in die vierte Generation in Europa. Hier ausschließlich mit 109 PS Hybridmotor. Externes Nachladen an der Steckdose ist nicht möglich, da kein Plug-in-System vorhanden ist. Neues Design, neue Technik. Der Jazz will im unteren Segment punkten. Bei vier unterschiedlichen Ausstattungslinien bekommt man schon in der Basisversion ordentlich was geboten. Die beliebten Magic Seats für die Erweiterung des Stauraums von 304 auf 1203 Liter sind fix. Ebenso LED-Scheinwerfer, Sitzheizung vorne und umfangreiche Sicherheitssysteme. Der Peugeot 508 SW ist ein echter Hingucker. Das Design ist wirklich gelungen. Der Franzose wird von Diesel- und Benzinverbrennern sowie von einem Plug-in-Hybridmotor angetrieben. Ein 180 PS starker 1,8 Liter Turbo und ein Elektromotor sorgen für eine Systemleistung von 225 PS. Mit den Modi Hybrid, Elektro, Komfort und Sport ist von sparsam bis abenteuerlich jeder Fahrstil vertreten. Die 11,8 Kilowattstunden große Batterie ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von 50 Kilometern und kann an einer Schnellladestation in knapp unter 2 Stunden gefüllt werden. Optisch wie ein Raubtier. Das Jaguar F-Type Facelift fällt vor allem durch seine schmaleren LED-Scheinwerfer auf. Neu sind ein moderneres Infotainment-System und ein frei konfigurierbarer Cockpit-Monitor. Das klingt nach Kraft und Schnelligkeit. Zur Auswahl stehen 4- und 8-Zylinder-Motoren mit 300, 450 und beim hier gezeigten R 575 PS Leistung, die mit Hinter- oder Allradantrieb kombiniert werden können. Das Facelift besticht durch eine sehr direkte Lenkung und sorgt mit einem überarbeiteten Fahrwerk für besten Kontakt. Ein klassisches Schaltgetriebe gibt es beim F-Type im Übrigen nicht mehr.